Wir haben den Titel für unseren heutigen Wirtschaftstag in Bayern sehr bewusst gewählt, meine Damen und Herren. In den Unternehmen, und ich betone, in den Unternehmen liegt die Kraft zur Zukunft. Wir müssen jetzt die Weichen richtig stellen für die Zukunft. Der Staat selbst kann die Wirtschaft nicht dauerhaft am Laufen halten. Ja? Und bei allen Rettungspaketen zum Trotz, nicht die Rettungspakete werden die fehlenden Umsätze ersetzen. Nicht die Wirtschaft lebt vom Staat, sondern der Staat, die Gesellschaft leben von der Kraft unserer Unternehmen. Ohne wettbewerbsfähige Betriebe wird es keine Wertschöpfung bei uns geben, gibt es keine Arbeitsplätze, gibt es keine Einkommen, keine Steuern, keine Sozialbeiträge. Nur eine starke Wirtschaft sichert auch die Leistungsfähigkeit unseres Staates und dadurch werden auch unsere Sozial- und Gesundheitssysteme finanziert. Ich denke, es ist auch wichtig, jetzt in dieser schwierigen, herausfordernden Zeit nicht noch neue Auflagen hier unseren Unternehmen aufs Auge zu drücken. Ich denke konkret an die Debatte zum Beispiel über das Recht auf Homeoffice. Nein, ich sage ganz klar, das ist der falsche Weg. Wir in Bayern, wir in Deutschland, wir leben von diesem starken Europa. Wir sind exportorientiert. Wir brauchen offene Grenzen. Wir brauchen einen funktionierenden Binnenmarkt. Und wir brauchen ein starkes Europa, das widerstandsfähig ist und das die Interessen der Europäer auch geschlossen gemeinsam im Rest der Welt gegenüber den anderen Wirtschaftsregionen in der Welt vertritt. Natürlich müssen wir bei diesem Paket jetzt genau hinschauen und auch steuern, wohin die Mittel fließen. Ja? Wir reden ja von einer Größenordnung von 750 Milliarden Euro. Das ist eine gewaltige Summe, meine Damen und Herren. Man muss sich das schon mal vor Augen halten. Plus dem mehrjährigen Finanzrahmen, also dem Haushalt, der sich über 7 Jahre erstreckt, kommen wir auf ein Volumen von 1,8 Billionen Euro. Das ist eine gewaltige Summe Geld. Wir müssen sicherstellen, und das ist auch die Aufgabe jetzt der Europaabgeordneten, dass die Mittel zielgerichtet verwendet werden, konditioniert verwendet werden, dass sie eingesetzt werden, damit unsere Wirtschaft stabilisiert wird und wir in die Zukunft investieren und nicht mit diesen Geldern alte Haushaltslöcher in manchen Mitgliedstaaten stopfen. Angelika Niebler hat ja bereits angesprochen, was jetzt ordnungspolitisch notwendig und richtig und wichtig ist, dass wir auf der Basis der sozialen Marktwirtschaft die notwendigen Regeln für die Wirtschaft setzen, die Menschen schützen, aber natürlich auch vor allem die Kräfte der Wirtschaft entfesseln. In der Tat fand ich es wichtig, dass es überhaupt den Wirtschaftsbeirat gibt, diese Drehscheibe. Viele mittelständische Unternehmen haben sich an uns gewandt mit der Bitte eben auch, das in die politischen Gremien hineinzutragen. Und genau das haben wir eigentlich gemacht. Also alles, ich habe zugehört, ich habe aufgenommen, ja, und habe versucht, das in die Krisenstäbe weiterzuleiten, was wichtig war. Und daneben haben wir natürlich auch unsere Arbeit nicht komplett zum Erliegen gebracht, sondern wir haben uns digital abgestimmt. Wir haben uns überlegt, was muss denn jetzt geleistet werden, um eben hier auch in der ersten Phase da stabilisierend zu unterstützen. Und da sind viele zahlreiche Positionspapiere auch vom Wirtschaftsbeirat erarbeitet worden, die wir auch wieder in die Ministerien, in die Gremien hineingegeben haben. Also es war, finde ich, ein extrem intensives, gutes Miteinander in dem Sinne, dass man einfach gegenseitig hier Input gegeben hat. Du hast angesprochen Positionspapiere. Wir haben ja ein dickes Positionspapier produziert zur Revitalisierung der Wirtschaft und da einige Forderungen aufgestellt, die auch tatsächlich angekommen sind und eingeflossen sind in die Programme. Verlustrücktrag, also steuerlicher Verlustrücktrag, die degressive AFA, eine bessere Forschungs- und Entwicklungsförderung. Aber reicht das schon? Wo denkst du denn, sollte die Bundesregierung noch nachbessern? Was können wir denn noch weiter tun? Also ich denke, dass es da vielfältigste Möglichkeiten noch gibt. Ich glaube, dass wir zum Beispiel steuerlich einfach nochmal die Diskussion führen müssen. Ja? Also es hat ja steuerliche Erleichterungen gegeben, es ist an dieser Schraube gedreht worden, aber natürlich nicht substanziell. Wir fordern seit langem die vollständige Abschaffung vom Soli. Wir fordern, dass die Unternehmenssteuer auf 25% reduziert wird und also die Steuerschraube ist wichtig. Ich bin froh, dass es jetzt schlussendlich zu einer doch sehr klaren Entscheidung gekommen ist, dass hier entsprechende Mittel bereitgestellt werden, die allerdings in einer Art und Weise einzusetzen sind, dass es nicht darum geht, Budgetlöcher zu stopfen, sondern dass es darum geht,
nachhaltige Investitionen zu tätigen. Wir haben seit 2014 leider Gottes in Europa ein Nullwachstum, was die Nettoinvestitionen anbelangt. Das heißt, wir haben hier eigentlich keine Zuwächse. Und ein Teil unseres Problems ist eben, dass unterschiedlich ausgeprägt, aber in manchen Ländern besonders stark die Wirtschaft und die Gesellschaft sehr anfällig sind, wenn es zu einer Krisensituation, aus welchen Gründen immer kommt. Und nutzen wir daher die Gelegenheit, es ist zwar ein alter Kalauer, aber immer noch gut und richtig, jede Krise soll auch als Chance verstanden werden, dass wir jetzt sozusagen investieren in eine stärkere Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft, in eine Modernisierung der Wirtschaft, damit wir alle zusammen besser gewappnet sind, denn die nächste Krise, auch das wurde eben gesagt, kommt sicher. Ich wäre natürlich super gern, das war auch der erste Grund meiner Zusage, weil ich immer gerne nach Bayern komme. Das hängt auch mit dem Umstand zusammen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man in Bayern immer gut Klartext reden kann. Haben wir dann eine Maßnahme, die einen Staatseinstieg bei Unternehmen erlaubt. Und das ist beispielsweise jetzt bei der Lufthansa passiert. Und nur an diesem Beispiel sieht man, welche Gefahr vor uns liegt, nämlich, dass das, was sie hochhalten, nämlich die soziale Marktwirtschaft, von einigen versucht wird, jetzt zu untergraben. Bei der Lufthansa habe ich das live erlebt hier im Deutschen Bundestag, wie Kolleginnen und Kollegen, ich will das gar nicht nur parteiabhängig jetzt sagen, aber versucht haben, dass in dem Moment, wo wir den Staatseinstieg ermöglichen, der Staat bei der Lufthansa mitspricht über Fluglärm, über Flugrouten, über CO2-Abdrücke und vieles mehr. Und da kann ich nur sagen, dass sowas nicht im Aufsichtsrat durch irgendwelche Politiker entschieden werden muss, sondern wenn man an den CO2-Regeln was ändern will, dann soll man das im deutschen Parlament machen oder im europäischen Parlament, aber nicht im Aufsichtsrat der Lufthansa. Der letzte Punkt, wer bezahlt die Rechnung? Die Frage wird ja kommen, die wird ja auch im Bundestagswahlkampf eine große Rolle spielen. Da wird es hier eine Seite geben, die werden sagen, wir brauchen neue Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, neue Einkommensteuern, höhere Einkommensteuern, neue Steuern und was auch immer. Ich kann nur sagen, wenn man den Leuten und den Mittelständlern, die es jetzt irgendwie schaffen, ans andere Ufer zu kommen, ich habe den Vortrag begonnen, so ende ich ihn auch, mit Horizont, dass wir nicht wissen, wo der Horizont ist. Das heißt, ganz viele Menschen sind unterwegs, halten irgendwie durch und wenn dann irgendwann der Horizont kommt und die kriegen wieder Luft zum Atmen und schaffen es, da durchzukommen und können wieder den Rücken gerade machen, arbeiten, Geld verdienen und die soziale Marktwirtschaft anzuwenden, dann kommen wir mit neuen Steuererhöhungen oder neuen Belastungen. Nein. Nicht mit der Union, wenn ich das zum Schluss vielleicht parteipolitisch, sie sind unabhängig, das weiß ich, trotzdem sagen darf, da muss man hart bleiben. Wir kommen nur raus durch Wachstum und Wachstum erreicht man, indem man Freiräume schafft. Ganz einfach, indem man Strukturreformen schafft und das ist übrigens auch der Kritikpunkt, den ich habe in Europa. Ich hoffe, dass diese Strukturreformen kommen. Wir haben in Europa kein Geldproblem, sondern wir haben ein Problem an Strukturreformen. Und da rauszukommen, das müssen wir nicht nur in Europa schaffen, sondern auch in Deutschland. Und dann werden wir die Zukunft gewinnen. Vielen Dank. Es lohnt sich, wir sind eine lebendige Plattform, die diskutiert, sehr oft auch hitzig um die richtigen Wege und Lösungen streitet. Wir kommen meistens zu einem Ergebnis. Nicht immer sind wir alle einer Meinung, aber allein der Austausch und die Möglichkeit zu hören und zu verstehen, was andere denken, die Perspektive mal auch zu wechseln, das ist das, was unseren Wirtschaftsbeirat auszeichnet. Herzlichen Dank.